keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, muss ich euch wieder was erzählen. Ich hatte ja einen kleinen Fail wieder gehabt. Ich muss die Aufnahme wieder erneut machen. Ich war schon bei dem Schloss dran gewesen. Also vor mir und... Ja, Leute, die Capture Card hat wieder versagt. Ich habe keine Ahnung, wie das möglich sein kann. Also ich habe aufgenommen, aber als ich nachgucken wollte, habe ich die Datei nicht gefunden. Also das Video, was ich aufgenommen hatte. Es war einfach weg. Und darum muss ich jetzt wieder erneut aufnehmen. Also ich weiß nicht, woran das liegen könnte, was mit dem Video passiert ist. Ist einfach weg gewesen. Ja, also ich habe jetzt alles vom USB jetzt gelöscht. Und naja, es war eigentlich eine gute Aufnahme gewesen, aber da muss man das wieder erneut machen. Das ist jetzt leider passiert, kann man nicht mehr rückgängig machen. So, wir machen direkt weiter mit Welt 3 Level 4, okay. So, ja, ich habe ja schon die Levels schon gezockt und ich muss schon sagen, dieses Level hier ist echt, also da gibt es wirklich eine Stelle, wo ich schon ausgerastet bin, ein bisschen. Also da gibt es echt so ein Part oder eine Stelle, die ich überhaupt nicht leiden kann. Ach du Scheiße. Ach Mann, ich stelle mich gerade hier doof an. Komm jetzt, ey, was ist los? Ja, ist klar, wahrscheinlich. Meine Fresse. Okay, komm. So. Ja, ich will ja was... Ich trödel hier gerade die ganze Zeit drum, ne? Ich geh mal besser weiter, ey. Egal, wenn ich jetzt klein bin, ich zieh's jetzt durch. So, ja, okay. Da muss man halt einmal mutig sein. Als kleiner Mario. Ja, okay. Naja. So. Okay, jetzt machen wir das Level wieder erneut. Zack. So, ich habe mal jetzt den Pinguinpilz, also den Pinguinkostüm. Ich denke mal, damit müsste ich irgendwie... Ja, okay. Schon verloren. Alles klar. Hätte vielleicht nützlich sein können. Okay, naja. Wie ihr seht, sind ja die Blöcke noch unsichtbar und... Ja, wir müssen ja noch dasselbe wiederholen. Also erst müssen wir, also wenn wir das jetzt abgeschlossen haben. Ja, wir können ja erst nur den Secret Exit machen. Und dann, also wenn wir halt den Schalter aktivieren, müssen wir dann halt den normalen Exit machen. Also den normalen Ende. So. Okay. So. Als ich ja die Aufnahme verkackt hatte. Boah, da hatte ich echt. Ja, okay. Das ist jetzt der Part, wo ich. Ja. Der Part, den ich überhaupt nicht leiden kann. Ja, super. Besser geht's nicht. Ja. Jetzt habe ich noch natürlich wieder Probleme mit der Batterie. Dass sie langsam leer geht. Okay. So, na gut. Och nee, das ist so eine Scheiße, ey. Ja, wenn du halt den Schalter aktivierst, da kannst du ganz entspannt unten durchwaschen. Also runnen, ne? Also das ist, ja. Nicht so umständlich. Ja, ist doch, weiß ich doch. Meine Güte, ey. Der Controller fuckt mich schon ab, ey. Gut. Oh mein Gott. Mach hier keinen Müll. Nein, ey, ficken. Was ist hier wieder los, Alter? Mein Gott. Ja, das war mir so klar, dass es passiert, ey. Das war sowas von klar, ey. Meine Fresse, dieses scheiß Game macht mich aggressiv.
Ja, fick dich doch echt. So, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch neue Batterien habe. Also ich habe wirklich nur gebrauchte Batterien. Das sieht wirklich schlecht aus, Leute. Also ob ich überhaupt vielleicht noch gebrauchte Batterien, die überhaupt noch ausreichend Akku haben, ey, das weiß ich nicht. Also ob die, ja, muss ich mal gucken. Ich habe ja so eine Tüte, wo die Batterien drin sind. Heftig. Okay. So. Ah, das ist nützlich. Na, aber da komme ich jetzt nicht einfach dran. Jetzt. Okay, das ist hier ein Ausgang. Da kommt man nicht rein. Gut. Okay, ja, ich muss aufpassen. Da ist wieder der Feuerbruder. Ungeladene Gäste wieder. Oder ach, Feinde. Ficken. Okay. Ein Ab. Dankeschön. Gut, haben wir da was unten? Ne, da ist nix. So, haben wir schon mal Ruhe vor dem Feuerbruder. Das ist die Hauptsache. Okay, toll. Aber natürlich ist der andere auch da. Ist klar. Boah, okay. Das macht mich gerade wieder ein bisschen aggressiv. Aber das geht. Man muss halt damit irgendwie. Jo. Okay. So. Boah, das ist so nervig. So eine nervige Kacke, ey. Pissig. So. Gut, da sind. Also vor. Ja, ich muss halt abwarten. So. Jetzt können wir halt den Powerblock aktivieren. Zack. Okay. Jo, wie gesagt, wir müssen halt den Schalter noch aktivieren, bevor wir dann den normalen Ende schaffen, machen können. Und. So. Erst müssen wir halt noch das nächste Level abschließen, bevor wir das tun. Okay. Mein Inventar ist soweit, denke ich, ja, ist so geblieben. Gut, let's go. So, ich klinge vielleicht ein bisschen langweilig, tut mir leid, ja. Ah, warum frage ich das überhaupt? Okay. So. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass das ja ganz schnell geht, ohne, also wenn man jetzt halt den Schalter noch nicht aktiviert hat, geht das Level, denke ich, schneller zu Ende. Also der normale Ausgang. Okay. Was mache ich da? Okay, also man kann sich ja vor den Flammen schützen mit dem Propeller Block. Ja, aber natürlich nicht unter mir. Propeller Block kannst du sehen. Sag man eigentlich schnell. Gut. Jetzt habe ich natürlich den Block nicht mehr. Vielleicht geht das ja, wenn ich auf den Kuba springe, wenn ich dann Starcoin drankommen kann, wenn das geht. Jo. So. Also mit dem Propellerblock kann man das halt ganz easy entspannt machen. Ach du Scheiße, okay. Es ist schon assi, kann man sagen. Also ich denke mal nicht, dass ich der Einzige bin, der das sagt. Weil wie der Block sich halt die ganze Zeit im Kreis dreht, das ist schon assi. Okay. So. Das ist schon mal erledigt, also bis jetzt, also ja, der normale, komm, machen wir noch schnell. So. Gut, und die nächsten zwei müssen wir halt noch nachholen. Zwei Starcoins. So. Jetzt können wir endlich den Schalter aktivieren. Machen wir jetzt mal. Und
Jo, ich habe gerade unerwartet eine Benachrichtigung bekommen. Oder. Naja, unnötig, aber egal. Gut. Unsichtbare Blöcke wurden in Blöcke verwandelt. Du hast nun Zugang zu Bereichen, die dir zuvor verwehrt waren. Okay. So, dann machen wir das Level, wo wir vorhin waren. Gut. Ja, das wissen wir schon. Meine Güte, echt. Kann's ja nicht sein lassen. So, vielleicht schaffe ich das noch ein Part, dass ich also dass ich die Batterie nicht wechseln muss. Hoffentlich. Aber bis zum Castle, ich weiß es nicht. Also ich würde liebend gern so direkt die Welt abschließen, also in diesem Part, aber leider dauert das halt, ne? Also verdammt. Leider sehe ich halt bei Order City, ich werde ja halt paar Dinge werde ich ja auch rauscutten so, und da weiß ich ja nicht, wie lange das dann insgesamt dauern würde. Oder wie das dann dauern würde, der Part gerade. Oh, okay. Mein Gott. Ja, okay. Tschüss. Ach, fuck. Boah, aber diese Piranhas, ne? Das ist so eine Abfuckkacke. Okay. So. Gut. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, ich nehme jetzt den Propellerpilz nicht, weil ich glaube, ich habe den gerade nicht nötig. Komm, schneller. Nein, nein, nein. Oh! Auf der letzten Sekunde. Und der Cooper noch. Geh weg. Nein! Junge, ich hab mich gar nicht. Ich hab woran. Ich hab ganz kurz auf Outer. Ich war. Ach mein Gott, ich war abgelenkt gewesen. Ich wollte bei Outer City gerade gucken, ob da was in Ordnung, ob da was nicht gestimmt hat oder. Ach. Ja, komm, da muss eine Röhre sein. Komm! So. Okay. So, jetzt komm, jetzt müssen wir noch einen Sprung machen, ja? Bitte. Okay. So. Okay. Puh. Oh. So. Ich denke mal, Leute, ich werde noch den Kess. Also, ja, wir müssen ja noch das Level machen, wo wir ja angefangen hatten. Und ich werde wahrscheinlich den Castle direkt danach machen. Und weil ich muss wirklich. Ich will versuchen, wirklich die Welt noch abzuschließen in diesem Part. So. Okay. Ja, der Akku meckert immer noch. Und er ist zum Glück noch nicht ausgegangen, obwohl ich so viel gefailt bin. Im letzten, also im anderen Level. Aber hier kann man eigentlich durchrunnen, ne? Eigentlich nicht das Problem. Aber trotzdem muss man achtsam sein. Shit. Nein! Das kann nicht wahr sein. Okay, ja, jetzt ist natürlich die Assi-Stelle wieder dran. Nein, fick dich! Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja den Checkpoint. Warum war das? Das war eigentlich unnötig gewesen, was ich gerade gesagt habe, aber ja gut. Ich habe ja ein Leben verloren, also, naja. So, jetzt können wir einfach durchrunnen, den Part hier überspringen. So, okay. Und ich muss eigentlich wirklich ruhig sein, also beim Kommentieren, weil mein Bruder gerade schläft, aber ich glaube, ich habe ihn schon geweckt.
Es ist gerade, laut meiner Uhr haben wir gerade 17.11 Uhr und mein Bruder macht so ein Astar-Reisen, also so, naja, muss euch nicht interessieren. Außerkörperliche Erfahrung will er machen. Hört sich komisch an, aber es war. Gut. So, dann machen wir noch schnell den Kessel. Aber es kann sein, dass ich jetzt nicht... Also ich versuche natürlich alle drei Starcoins da zu sammeln. Aber ich muss ehrlich sagen, ich gucke gerade im Moment gar nicht bei Dumtendo nach oder bei anderen Let's Playern. Ich versuche wirklich gerade selber die drei Starcoins zu sammeln. Also ja, wirklich zu finden und alle Secret Exits. Ich glaube, mein Bruder platzt gleich rein. Zumindest. Oder er fällt die ganze Zeit vom Bett runter, meine ich. Ich glaube schon. Oh, okay, die Rollers macht er hoch, höre ich gerade. Ja, gut. So. Okay, sieht schon interessant aus. Kann man die überhaupt zerstören? Nee, geht ja gar nicht, ne? Das ist zu riesig. Geht gar nicht. Okay. Das ist, ja, ich kenne das. Ich glaube, dass... ja, ich muss ehrlich sagen, ich kann das nicht leiden, diese Plattform. Weil du weißt nicht so, in welche Richtung der manchmal hin will. Und du kannst auch von dem zerquetscht werden oder ja, du kannst, naja, wenn man zu voreilig ist, kann man schon leicht sterben. Oh, das kann von Emmy sein, glaube ich. Lol. Ey, Mann. Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Aber das ist auch richtig assi. Ach du Scheiße. Das ist assi. Mann! Mann! Was ist das für ein Scheiß? Mann, das ist so eine Assi-Kacke, ey. Aber jetzt bin ich jetzt endlich von denen verschont. Komm. So. Wir haben es bis zur Röhre geschafft. Geht's weiter jetzt, oder wie? Ach du Scheiße. Ja. Ja, ich muss ja die Starcoins noch sammeln. Also mir fehlen ja noch zwei. Sieht schon nice aus, muss ich ach stimmt ja, Checkpoint haben wir noch gar nicht. Okay. So. Nein! Ah, wir kommen ja dran. Okay. Na! Bitte komm! Ja, so, jetzt haben wir das Item wieder zurück. Nice. Boah, was mache ich da? Gut. Okay, was wird hier verlangt? Was? Jetzt werden alle Blöcke zerstört, wo die Bonbons drin sind. Oder explodieren. Aber wo ist jetzt die... Ah, ich sehe, da ist doch die Starcoin. Ja, moin. Okay, okay, da ist die Sache. Was mache ich da? Boah, irgendwie, ich habe echt voll Schiss, ey. Die Plattform ist so kacke. Meine Fresse, das sagte ich doch. Ich sagte es, ey. Du weißt nicht, wo die hin will. Echt. Ah, ich habe die jetzt noch nicht gekriegt, oder was? Schade. Okay. So. Ach, da kann man ja rein. Dann gehen wir einfach mal rein. Okay. Ich dachte, da wäre eine Starcoin. Okay, alles klar. Aber da ist nur ein Bild. Okay.
Naja. Ist jetzt nicht so großartig. Der Raum. Ja gut, Leute, dann machen wir noch das letzte Mal den Nemi noch fertig. Den kleinen Knirps. So. Okay. So, jetzt kommen wahrscheinlich die Riesenbälle. Ja, der Kamek muss natürlich wieder hier seine... Ja. So, okay, alles klar, alles klar. Ist klar? Zum Glück bin ich nicht klein. Muss man so sehen. Ja, okay, ja, ich bin tot, ne? Ach, meine Fresse, ey. Come on, komm her! Ey, das ist doch scheiße! Du sollst herkommen! Mein Gott. Ich glaube noch ein Schlag. Hoffentlich. Scheiße, der wird noch größer. Jetzt wird er aggressiver, ist klar. Jetzt schießt er noch mehr Bälle. Hat er überhaupt Hobbys? Okay, alles klar, er ist tot. Ja. Rest in peace. So, wir haben den Schlüssel. Zack. Okay, es war nicht einfach, aber man kann es ja überwältigen. So. Boah, ohne einen Schlag zu kriegen oder so. Ich habe die Feuerblume immer noch, das Kostüm. Schon krass. Gut, du hast alle Sternmünzen in Welt 3 gefunden. Yo, so sieht's aus. Gut, Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann die, ja, Welt 4. So sieht's aus. Okay, yo, natürlich. So, Leute, dann würde ich sagen, auf der Stelle würde ich jetzt den Part beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und haut rein. Geschafft, ne? Oh, mein Gott! Was willst du? Was willst du? Nee, ich muss aufnehmen. Ist jetzt fertig.